Hi Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute gibt es wieder mal ein Übungstutorial für euch. Und zwar erkläre ich euch heute das Training der Bauchmuskulatur, vor allem des Abdominalis, den wir jetzt für die Optik auf der Bühne brauchen. Ja? Bauchmuskulatur ist bei mir oder war bei mir immer eine große Schwäche. Ich glaube und ich hoffe, ich konnte sie verbessern oder das ganz ehrlich sagen, ich bin überzeugt, ich kann sie verbessern bis zum nächsten Wettkampf, denn ich habe mich sehr, sehr viel mit der Anatomie der Bauchmuskulatur beschäftigt und wie man sie am besten trainiert. Das ist der klassische Fehler beim Bauchtraining, ja, beim klassischen Sit-Up, ziehen sich die Leute aus dem Hüftbeuger hier hoch, ja, und das Ganze schaut dann so aus, ja. Das ist aber nicht Training der Bauchmuskulatur, sondern ich ziehe alles aus dem Hüftbeuger. Und wie wir ja schon wissen, wenn wir Muskulatur effektiv ansteuern wollen, müssen wir Ursprung und Ansatz möglichst weit zueinander bringen, um die Muskulatur hart kontrahieren zu können. Das heißt, wir haben Ursprung und Ansatz der Bauchmuskulatur, Brustbein und Beckenkamm. Und diese zwei Punkte muss ich möglichst maximal verkürzen und dann wieder größtmöglich dehnen. Maximal verkürzen und größtmöglich dehnen. So schaut ein effizienter Crunch aus. Und jetzt habe ich ein kleines Tool für euch, das euer Bauchtraining erheblich verbessern kann. Das ist so eine App-Mat. Gibt es im Online-Versandhandel um keine 20 Euro. Bestellt euch das, wenn euer Studio sowas nicht hat. Bietet einen enormen Mehrwert für euer Training der Bauchmuskulatur. Das heißt, wir platzieren uns jetzt so, dass diese Matte an unserem unteren Rücken aufliegt. Das heißt, ihr könnt es gleich sehen, die Bauchmuskulatur ist am untersten Punkt mehr gedehnt. Und jetzt crunchen wir hoch und versuchen, Ursprung und Ansatz möglichst nah zueinander zu bringen. Dehnung und Crunch und wir versuchen Ursprung und Ansatz zueinander zu bringen. Das sind einmal die elementaren Grundlagen des Crunches. Und jetzt eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Ja? Ich sage, wenn man die Bauchmuskulatur ausbilden möchte, ausformen möchte und möglichst tiefe und große Bauchmuskeln haben möchte, sollte man Bauch erstens korrekt trainieren, so wie ich es euch jetzt gezeigt habe. Und wir sollten Bauch progressiv trainieren. Und jetzt kriege ich immer wieder die Frage, naja, wie soll ich jetzt Bauch progressiv trainieren? Das ist ganz einfach. Entweder ihr macht mehr Wiederholungen oder gleich viele Wiederholungen mit mehr Gewicht. Und so einen Crunch kann ich jetzt ganz locker und einfach beschweren, indem ich jetzt zum Beispiel eine 5 Kilogramm Scheibe nehme und ich gebe das Ganze hinter meinen Kopf und jetzt, wenn ich Muskelversagen erreicht habe, gebe ich die Handelscheibe nach vor und kann so einen Dropset machen. Und wenn ich wieder Versagen erreicht habe, gebe den Schwerpunkt der Handel noch weiter nach vor. Und ich habe drei Versagenspunkte. Und so könnt ihr eure Bauchmuskulatur progressiv trainieren, mit mehr Gewicht und
durch diesen Mechanical Tension Drop Set, das heißt, ich verwende zwar gleiches Gewicht, aber verändere den Schwerpunkt der Handelscheibe, kann ich mir quasi einen Versagenssatz im Satz machen und erreiche somit 3 Versagenspunkte und kann die Intensität meines Bauchtrainings auf ein ganz anderes Level heben. Und jetzt schauen wir uns noch eine zweite Übung an, und zwar den Reverse Crunch, im Speziellen für diesen unteren Teil der Bauchmuskulatur des Abdominalis. Die meisten Leute machen für die untere Bauchmuskulatur gerne hängendes Beinheben. Nur was ist das Problem beim hängenden Beinheben? Das, was ich vorher erklärt habe, man zieht eigentlich einen Großteil nur aus dem Hüftbeuger. Wenn ich die untere Bauchmuskulatur aber trainieren möchte, muss ich das Becken zum Brustbein schieben. Ja? Und das schaut dann im Prinzip so aus. Ihr könnt es auf einer flachen Bank auch machen. So, auf einer Negativbank ist es noch ein bisschen schwieriger. Das heißt, ich bringe die Beine hoch und dann schieben wir das Becken zum Brustbein. Und auch hier wieder mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Zuerst mit gestreckten Beinen das Gesäß zur Decke hochschieben und dann mit angewinkelten Beinen. So können wir wieder im Satz einen Dropsatz machen und erreichen eigentlich wieder 2 Versagenspunkte. Mit diesen 2 Übungsvarianten könnt ihr eigentlich euren gesamten Abdominalis, also die sichtbare Bauchmuskulatur, wirklich enorm intensiv und effizient beanspruchen. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Übungstutorial gefallen. Probiert es einmal aus und ich hoffe, ich sehe euch alle fettfrei und mit tiefen Bauchmuskeln im Sommer oder im Idealfall das nächste Mal auf der Bühne. Dankeschön fürs Zuschauen.